Torten und Tauben. Das passt nicht. Das steht für Beate Moller fest. Sie hat ein Café in Unna. Direkt neben ihrem Garten plant die Stadt einen Taubenschlag. Für die 61-Jährige der komplett falsche Ort. Ich habe Angst, dass einfach mein Café pleite geht, dass die Oase gestört wird, dass die Gäste sich gestört fühlen. Aber nicht nur Beate Moller ärgert sich. Auf diesem Platz soll der Taubenschlag bald stehen, ähnlich wie ein Wohnwagen. Bisher ist hier nur ein Spielplatz. Die Pläne der Stadt gefallen den Passanten und den Mietern in der Einkaufsmeile so gar nicht. Sie haben Angst, dass die Kundschaft ausbleibt. Deswegen haben sie schon über 400 Unterschriften gesammelt. Gegen den Taubenschlag. Der Plan der Stadt kommt gar nicht gut an. Ist wieder irgendein Schreibtischstädter ganz schlau gewesen wahrscheinlich. Liebe Tiere, aber Tauben absolut nicht. Ich habe da auch einen heiden Respekt vor. Ich komme denen auch nicht gerne zu nahe. Sie müssen irgendwo hin, aber ich denke, die suchen sich aus, wo sie hin möchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich dann in so einen Bus reinsetzen. Vielleicht kann man die woanders hinstellen, wo es sowieso hässlich ist. Aber der Ort für den Taubenwagen sei sehr wohl durchdacht, sagt Heike Güse von der Stadt Unna. Zusammen mit dem Tierschutzverein hätten sich die Verantwortlichen alle möglichen Standorte angeschaut. Wir haben uns den Standort dort ausgesucht, weil wir festgestellt haben, dass dort in Unna die meisten Tauben verortet sind und die Tauben nicht so ohne weiteres weggelockt werden können. Die sind sehr standorttreu. Der Taubenwagen sei wichtig, um die Taubenpopulation zu kontrollieren. Nur so können die Eier gezielt entnommen und die Vermehrung eingedämmt werden. Tierschützerin Gudrun Janning will ihren gurrenden Freunden helfen. Die Tauben haben hier keine Möglichkeit, sich irgendwo niederzulassen. Die werden überall vertrieben und im schlimmsten Fall getötet. Also brauchen wir irgendwo einen Platz, wo wir die Tauben sammeln können, versorgen können, medizinisch versorgen. Noch ist aber nichts entschieden. Ende des Jahres tagt das Gremium der Stadt über den Taubenwagen. Bis dahin fliegen die Vögel noch durch die ganze Stadt ohne Taubenwagen.